Unser Schüleraustausch zwischen Armenien und Deutschland ist projektorientiert. Wir haben also seit 2009 wechselnde Projekte. Kunst und Kultur, Kuchen in Deutschland und in Armenien, Entdecke Armenien, Kirchen und Klöster. Wir kochen zusammen. Solche Projekte haben wir gemacht und dieses Jahr haben wir 30-jährige Mauerfall. Seit etwa 2005 hat sich unsere Schule beworben und wollte Europaschule werden. Und in diesem Rahmen war auch verbunden, dass wir eben eine Schulpartnerschaft aufbauen wollten. Der damalige Kultusminister Professor Olberts hatte uns angerufen und hat gefragt, wie sieht es denn aus mit Armenien? Als ich das erste Mal davon gehört habe, kannte ich das Land überhaupt nicht. Und Freunde von mir sind da dann hingeflogen und dann habe ich mir so gedacht, ja, mach doch auch einfach mit. Ich war ja jetzt zum zweiten Mal mit. Und beim ersten Mal wusste ich überhaupt nicht, was macht man überhaupt beim Austausch. Und dann hatte eben unsere Lehrerin ein bisschen was davon erzählt. Und da war ich dann ein bisschen verliebt in das Land. Wir haben ganz viel gemacht. Wir haben ganz viele interessante Museen besucht. Unsere Lehrerinnen und Lehrer waren auch so toll. Sie haben uns ganz viel über DDR erzählt. Ja. Und jetzt wissen wir ganz viel über deutsche Geschichte. Ich habe viel über Deutschland und Deutschlands Geschichte gewissen. Und ich habe neue deutsche Freunde kennengelernt. Und ich habe mit diesem Projekt mein Deutsch verbessert. Also mich hat besonders überrascht, dass die Leute dort alle so freundlich sind. Die sind alle ganz herzlich, jeder ist einfach nett. Und das Essen ist sehr lecker. Auch so einfach die Landschaft ist auch sehr schön. Ich würde es jedem empfehlen, weil es halt eine neue Erfahrung ist. Also das alles da kennenzulernen einfach und auch die ganzen Projekte, die wir gemacht haben, die haben sehr viel Spaß gemacht. Unsere Schulpartnerschaft wird gefördert vom Land Sachsen-Anhalt und vom PAD, speziell vom PASCH-Programm. Die Mittelschule Sadarapat, unsere Partnerschule in Armenien, ist auch PASCH-Schule. Sie bekommt also von dort auch finanzielle Mittel, wodurch eben der Deutschunterricht gefördert wird. Außerdem nehmen wir auch an dem Schülerstipendienprogramm teil. Das heißt, seit 2011 ist die Möglichkeit, dass jedes Jahr eine armenische Schülerin oder ein armenischer Schüler für 8 Wochen an unserer Schule am Unterricht teilnehmen kann, in einer deutschen Gastfamilie lebt und auch die außerschulischen Angebote mitnutzen kann. Beim Schüleraustausch gewinnt man ein zweites Zuhause und taucht man eine neue Kultur ein, findet man Freunde und baut man neue Brücke. Die Schüler entwickeln sich als Individuum, entdecken neue Fähigkeiten und stärken ihre Selbstständigkeiten.